So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich überlebe Sturmphasen. Also, was ihr hier machen müsst, ist einfach überleben. Einfach überleben. Und ich denke mal, am einfachsten geht es wirklich in Arena Solo. Weil einfach alle über die Map verteilt sind und man sieht eigentlich inzwischen so wenig Gegner. Aber komischerweise sterben doch alle. Also die erste Zone ist eigentlich immer safe zu und es leben nur noch 25. Also wird klar, bei mir im unteren Bereich, Division 5. Ich denke mal, dass die meisten deutlich höher sein werden. Und ihr wisst ja, Ladebildzeit ist ja Like-Zeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, aber mich schon öfters gesehen hast, lass doch bitte mal ein Abo da. Ich würde es feiern, alle anderen würden es feiern. Und ihr seht ja auch unten den Code. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den knacken könnt und wie das alles zustande kommt, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich extra ein Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und natürlich dann auch erkläre, wie ich den Code knacken kann. Wie ihr den Code knacken könnt. Und wie gesagt, jetzt steht schon die erste Zahl da, weil eigentlich müsst ihr erst bei 280 die erste Zahl hinmachen. Aber ich denke mir immer, die erste Zahl kann man ruhig schon direkt dahin schreiben. Und die nächste Zahl gibt es halt dann bei 280 Abonnenten. So, dann was den Code betrifft. Den ersten Code hat der Jan C. geknackt. Den zweiten Code hat Use Creator Code Pelly unterstrich FN gewonnen. Oder, ne, Peli. Ist ja nur ein L. So, warum rappelt mein Handy wie bescheuert? Keine Ahnung. So, wir fliegen erstmal ziemlich. Wo fliegen wir denn hin? Ich würde sagen, wir fliegen ganz entspannt zu Haunted Hills. Auf ganz entspannt. Dann werden wir mal gucken, wie die Zone ist. Für all die, die nicht wissen, was damit gemeint ist, ist halt, wenn die Zone einmal kommt, da kommt ja gleich in einer Minute dieser Kreis, wo ihr dann hinlaufen müsst, um nicht vom Sturm getötet zu werden. Und wenn der geschlossen ist, zählt das als einmal eine Sturmphase überlebt zu haben. Ja, das war's komplett. Vor lauter Erklären und Gequatsche. Weil Pleasant Park. Weil hier wird eigentlich safe einer landen. Wir gehen trotzdem weiter. Weil hier hinten. Ja, safe bei mir. Deshalb ruckelt das nämlich auch so leicht. Oh Gott. Aber ihr seht ja, es leben jetzt schon nur noch 79, 78. Das ist echt der Hammer, wie viele immer am Anfang direkt sterben. Zumindest mal in Division 5. Ich habe schon, wo ich noch auf der PlayStation gespielt habe, war ich dann doch ein bisschen höher. Und da dauert es dann deutlich länger, weil halt wirklich alles anfängt zu campen. So, auf der Minimap seht ihr jetzt quasi diesen einen Strich. Das ist halt da, wo die Zone ist. Und da müssen wir hin. Und wenn quasi die Zone einmal von außen zugemacht hat, und noch hier der ist und die Zone sich wieder verkleinert, das zählt als eine Sturmphase. Wenn sich jetzt hier einige wundern, hey, warum erklärt ihr das? Ihr werdet nicht glauben, wie viele es doch nicht wissen. Oder die Aufgabe nicht verstehen. Und deshalb erkläre ich halt wirklich jede Aufgabe, weil die leichtesten Dinge wurden nämlich dann doch nicht entdeckt. So, erstmal hier ein bisschen aufräumen. So, 2 Minuten haben wir noch. Das mit dem Heilen haben wir ja schon gemacht, aber ich erkläre es nochmal kurz. Wie gesagt, ihr müsst im Sturm sein, also wo ihr Schaden dann bekommt. Und dann quasi Medikit nehmen. Also ziemlich am Ende. Ich glaube, in der ersten Zone reicht es, wenn ihr jetzt bei, sagen wir jetzt mal bei 15, wäre so der meiste Effekt. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, ich habe es bei 40, ne, bei 30 habe ich es genommen. Bei 30 habe ich es genommen und hatte dann noch 31 Leben oder so. Also ich sage jetzt mal einfach, die erste Zone zieht euch so 10, 11 ab ungefähr. So, ich laufe hier gerade echt voll planlos durch die Gegend. So, haben wir jetzt hier alles gelootet. Müsste aber eigentlich. So, das Problem ist schon mal Pleasant Park. Da muss ich mich eigentlich wieder zurück.
Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffentlich hier rennt keiner rum. Weil wenn ich sterbe, ist zwar nicht schlimm in dem Sinne, aber ich will euch natürlich einmal zeigen, wie so eine Sturmphase dann quasi zu Ende ist und das gezählt wird. Weil es gibt ja immer wieder welche, die springen halt direkt, tiltet und etc. und wundern sich, hey, warum schaffe ich denn die Aufgabe nicht? So, babam. Waffentechnisch total lost. So, wie ihr seht, 35 Leben noch und die Zone fängt gleich erst an zuzugehen. Gerade mal gucken, was im Automat ist. Na, Pump ist schon mal gut. Das schmeckt schon mal auf jeden Fall. So. Aber eine andere Ehre nicht schlecht. Ja, hier schon mal nichts. Die Kiste ist über uns. Ja, hat sich doch gelohnt. So, jetzt begeben wir uns doch mal langsam Richtung Zone, weil die ist von hier hinten immer schneller, als man denkt. Dann, gerade gucken, ob beim Auto noch eine Kiste ist. Nein. Bei Pleasant Park habe ich eigentlich keinen Bock vorbeizugehen, aber ich glaube, sonst schaffe ich das nicht. Ich muss mit Pleasant Park mitgehen. Aber es werde ich nicht schaffen. Dann hoffe ich mal, dass da jetzt keine mehr ist und die schon weitergezogen sind. So, in 2 Minuten muss man da sein. Also in 2 Minuten quasi bekommt ihr quasi die erste Runde, die ihr überlebt habt. Aber die Zone muss halt komplett zu sein und sich einmal verschoben haben. Dann zählt das Ganze. So, da hinten wurde rüber gebaut. Der ist zu Loot Lake rübergezogen. Wie gesagt, wenn es ruckelt, habe ich meistens einen Gegner in der Nähe. Aber das ist ja meistens hier der Weg von allen. Pleasant Park runter und dann rüber zu Loot Lake. Und dann kannst du eigentlich überall hin auf der Map. Eine Minute noch. Die Zone schneller als ich. Ich glaube ja. Aber schreibt mal in die Kommentare, in welcher Division seid ihr? Würde mich halt echt mal interessieren, weil manche sind ja echt schon verdammt hoch. Aber wenn ich mir dann das Gameplay angucke davon, das ist ja abartig. Das ist ja nur noch Getörtel und hast du nicht gesehen. Wenn du dann im High-End-Bereich bist, das ist ja, oh Gott, das ist ja, am Ende leben noch 25 Leute und ist schon die kleinste Zone in Anführungszeichen. So, wie gesagt, in noch 18 Sekunden, da müssen wir auch in der Zone sein, aber das werden wir ja doch schaffen, locker. Da unten, die Kiste können wir uns noch schön mitholen. Jetzt hoffe ich nur, dass uns keiner irgendwie sieht. Nicht, dass ich schon einen Sniper-Kill bekomme. So, und jetzt haben wir 6 von 10. Wenn die nächste Zone halt zu ist, oh Gott, die ist ja wieder am Arsch der Welt. Dann kommt die nächste schon dazu. Das Medikit hole ich mir mal vorsichtshalber mit. So, jetzt machen wir dasselbe und machen das nämlich auch mit Loot Lake. Hier war anscheinend ein Kampf. Das Ruckeln ist immer gefährlich. Vor allem inzwischen warten auch viele bei Loot Lake.
Ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Ja, der Startkrieg falsch an. Vor allem, ich verstehe nicht, warum das so laggt. Jetzt weiß ich, habe ich mich selber gehört. So, wir haben auch noch eine Minute Zeit, um zu moven. Da hinten ist noch eine Kiste, die können wir uns auch schön gemütlich mitnehmen. Also beide Kisten noch da. Aber hier benutzt keiner die Taktik, so wie ich es hier inzwischen immer mache. Ah, das war's komplett. So, Zune moved in 17 Sekunden. Loot-technisch, ja, ich habe die eine Kiste da hinten noch gesehen. So, in 7. Warum liegt das denn so? Ich verstehe das nie. So, schön mit der Zone mitfliegen. Es leben nur noch 15. Aber hier werden safe noch welche rumgeiern unten. Wie ihr seht, ich gehe allen Kämpfen so weit aus dem Weg. Ah, da unten läuft er. Mach ich gerne. Scheiße, aber der ist ja runtergesprungen oder so über mir. Oh Gott, der baut schon wie ein Weltmeister. Oh Gott, die sind ja ganz oben. Ich halte mich da mal schön raus. Hol mir noch die eine Zone jetzt mit. Habe ich schon 7 von 10. Ich weiß, es ist zwar Feiglingstaktik, aber jetzt geht es erstmal nur darum, die Aufgabe zu schaffen und nicht 100 Runden zu spielen. Denn das Jump-Pad müsste eigentlich in der Zone bleiben. Wo ich mich nämlich dann gleich da hoch. Und ne, ist außerhalb. Kacke. Aber wir werden es jetzt sehen in 5 Sekunden. Wir haben jetzt 6 von 10 und jetzt haben wir 7 von 10. Ja, der ist zu weit weg. Hier ist da auch noch einer. Nach oben ist auch noch einer. Eigentlich müsste ich mich einmischen, aber die Entfernung ist zu weit weg. Hä? Steht doch einer. Ach, das ist der Kamin. Ich starte safe, da steht einer. Ich weiß nicht, ob der hier oben jetzt weitergezogen ist, aber der ist ja weggesprungen eigentlich. Gucken. Den doch hinten gerade gesehen. Scheinbar so weitergezogen. Was ich nämlich jetzt auch machen muss wegen der Zone. Dann. Aber ich versuche trotzdem mit dem da hinten zu laufen, weil der muss eigentlich gleich daherkommen.
eigentlich. Und für all die, die jetzt sagen, Viking, gut, ihr seid Fortnite-Götter. Ich bin voll der Noob. Kommt aber auch nicht aus der Zone raus. Also er ist klar und deutlich durchgezogen. So, jetzt wird's lustig, weil jetzt habe ich safe Gegner vor mir. Vielleicht kann man ja was abstauben. Ich habe noch ein Medikit, von daher alles entspannt. So, nächste Zone auf. Boah, du Arschloch. Nein. Toll. Oh Mann, ich hasse es immer, dass ich nicht bauen kann, ey. Ja, er sniped mich vom Arsch der Welt aus, ey. Na gut, 13 Kills. Da würde ich sagen, er kann ein bisschen snipen. Der war auch schon fast. Und der hat aber schon einiges weggeholt, wie man sieht, ey. Allein schon an der Munition sieht man's. Der war auch verdammt knapp. Dann habe ich so einen halt nicht mehr. Oh, er macht sich selber Platz. Er kann ja nicht da durchschießen, oder? Nee. Oh Gott. Da frage ich mich, was macht so einer in meiner Liga? Ach, da schmeißen sie mich raus. So, ihr wisst ja jetzt, wie das geht mit den Sturmschildern. Wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Abo da lassen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.